Jetzt lässt er mich tatsächlich alleine, ich fasse es ja nicht. So, ich soll in luftige Höhen, aber ich sehe hier nichts. Ist das... Erstens mal ist der Stern ja hier neu, aber... Macht doch alles keinen Sinn. Vor allem, ich sehe ihn da oben drüber schon mal nicht. Na gut. Dann nochmal hier hin. So. Auf in luftige Höhen heißt doch normalerweise nach... Oh, Moment. Ich hab's. Bin ich jetzt einer? Oh, Mann, natürlich. Ich soll nicht in luftige Höhen. Ich soll in tiefe Tiefen. Ich weiß doch, wo der Stern ist. Apropos in Brand stehen. Nein, hier ist nichts. Okay. Soll ja schon Streamer gegeben haben, die sich... Ob ich ein Leibloser bin? Nein, guck, ich hab ein Leib. Fertig. Noch so ein Spruch und du bist raus. So. Ich wollte nämlich hier mit Wario... Genau. Diese Blume nehmen und jetzt kann ich nämlich ab nach unten... Aua! Der sagt Aua. Warum sagt der Aua? Das ist doch nur Wasser. So. Ab nach unten hier und... Schon haben wir den Stern. Das ist der Wario. So, du bist wieder da. Ich bin ja erstaunt. Dass es dich nicht vergrault hat. Ob Axido ein Leibloser ist? Ja, das habe ich schon vorgelesen. Ah, okay. Nein, Leibloser kommt aus Final Fantasy 10. Das weiß ich selber. Moment, gibt's nicht auch die Herzlosen aus, Das ist Kingdom Hearts. Genau. So, wo bin ich denn jetzt überall schon fertig? Ich glaube, in dem Level und in... Ja, ich glaube, in diesem hier bin ich überall schon fertig. Dann gehe ich mal wieder nach oben. Gibt es Streamer, deren Häuser beim Stream abgebrannt sind? Ja, ja, so lustig. Das war so ein japanischer Streamer, so Minecraft. Ja, und dann hat er gemeint, sein Feuer mit, Er hatte dann irgendwie so einen Flintenstiel. Und das hat er dann halt wohl zu tief in Benzin getunkt. Und dann hat er es halt angemacht, dann ging das Feuerzeug in Flammen auf. Das hat er dann irgendwie in eine Plastiktüte mit Papier gestopft. Die fing dann erstmal Feuer. Das hat er versucht mit Pappe zu löschen, welche dann auch erstmal angefangen hat zu brennen. Und so ging es dann weiter. Kam er irgendwann mit seiner Decke, die dann aber auch anfing zu brennen, weil sie es einfach hat drauf liegen lassen. Als es zu spät kam, kam er auf die Idee, mit Wasserflächen dagegen anzugehen, aber... Naja, dann war es zu spät. Ja, stimmt. Boom! Hey, da kamen ja gar keine Münzen raus. Guck mal, wie einfach dieses Level sein kann. Das ist übrigens ein Trick gewesen, den habe ich mir nicht von einem Toad sagen lassen, sondern den habe ich tatsächlich in meiner Kindheit selber rausgefunden. Dass je nach Uhrzeit, die es anzeigt, oder also bei der vollen Stunde beispielsweise, alles steht. Gänzlich. Und wenn man mal Bewegung braucht, dann... Ja. Ja, eigentlich, man möchte meinen, es wäre ein Amerikaner gewesen, wenn er schon so einen Blödsinn macht. Ja, 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 aber anscheinend greift das Tom wohl weltweit nicht. Das sind ja eh alles Vorurteile. Wir bedienen sowas hier nicht. Ja. So. Natürlich gibt es in Japan genauso Idioten wie in Amerika so. Richtig. Genauso wenig wie Japan ein so tolles, gewaltfreies Land ist. Echt? Ja. Ah. Da musst du an einigen Ecken auch aufpassen. Oh. Wenn du zu Brei geschlagen wirst. Was denn? Aber du redest jetzt nicht von den Yakuza. Was? Ach, die. Du brauchst keine Angst haben. Okay. Dab, 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 da, da. Aber an sich ist die Weltbevölkerung in Japan eigentlich recht freundlich.
Das ist schön. Da passt du nach dem Weg zu einer Straße oder Restaurant oder so. Ja. Und die begleiten dich sogar bis dahin. Hui. Das ist ja cool. Das ist so die Höflichkeit, die es da gibt. Mann. Also, jemand möchte bedient werden. Was möchten Sie denn bitte? Ein Schnitzel. Also, wir haben Schnitzel mit Pommes, wir haben Schnitzel ohne Pommes, wir haben Schnitzel mit Pommes und Ketchup. Wir haben auch Pommes ohne Schnitzel. Das darfst du natürlich nicht vergessen. Ja, richtig. Dann haben wir natürlich Wiener Schnitzel, Schnitzel nach Wiener Art. Schnitzel nach Wiener Art, wieder mit Pommes oder ohne Pommes. Ja. Dann haben wir natürlich noch Jäger und Zigeunersoße. Was, wir haben Jäger? Ja. Mit Zigeunersoße. Jäger mit Zigeunersoße. Mm. Genau. Wir können natürlich auch ostdeutsches Jägerschnitzel anbieten. Ja, ja. Das können wir, weil dafür bin ich dann zuständig. Oh Gott, komme ich da hoch? Auch ohne Tricks? Ein Köstritzer Schwarzbier, bitte. Köstritzer Schwarzbier. Das gibt Momenten Seele. Das klingt eklig. Schnitzel nach Wiener Art oder Wiener Schnitzel? Ostdeutsches Jägerschnitzel. Ah. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war jetzt so vermutet. Ach, Pommes mit Mayo. Ach so, nein, da muss ich immer Pommes mit Mayo. Na okay, wir machen Pommes ohne Mayo. Pommes mit Mayo und Ketchup nochmal Schranke rot-weiß oder sowas? Ja, ja, Pommes rot-weiß oder Pommes Schranke. Es geht beides. Boah, ich bin hier ganz schön knapp dran. Alter Schwede. Du wirst verfolgt. Ja, ich werd gestalkt. So. Und jetzt will ich erstmal die roten, blauen. Die roten blauen hier. Oh. Mögt ihr Katzen? Ach, mit Ketchup schmeckt alles. Ach, der schön. Ist voll. Der ist gut, ja. Wir haben einen Alf im Chat. Ein was? Ein Alf. Ein Alm? Alf. Wer ist denn Alf? Alf nicht? Nee, ja, ich kenn Alf. Ja, der Katzenfutter? Ja, doch, ich kenn Alf, aber. Das ist doch der von den der Erfinder dieser Ruinen in Pokémon Gold, Rot und Silber. Nee, Gold, Silber und Kristall. Ja, ich glaube, der hieß auch Alf. Das waren nämlich die Alf-Ruinen. Oh. Aber das mit Ketchup alles schmeckt eigentlich wie Mayo schmeckt alles. Ha? Wirklich? Ja, weil es die japanische Mayo. Japanischer Mayo. Japanische Mayonnaise. Die schmeckt nämlich ein bisschen süßlicher, deswegen wird diese Mayonnaise auch nicht zu Alben gefüttert. Ah. So, komme ich jetzt eigentlich hier so weit, dass ich noch 100 Münzen schaffe? Das ist nämlich mein erstes Ziel. 88 Sterne sollte Axi Duo mit Inspektor Jimmy stimmen. Oh Gott. Falls ihr versteht. Hahaha. Das ist ja schon wieder. Das ist ja schon wieder ein böser. Nee, nicht Inspektor Gadget. Ich. Oh, gibt's hier denn nicht noch ein paar mehr Münzen? Das ist ja. Ich komme hier so nicht an die 100 ran. Okay, ich habe schon 10 dingsen lassen. Ist ja lustig, dass alles mittlerweile computeranimiert werden muss. Angefangen haben sie, glaube ich, wirklich mit Inspektor Gadget. Ja. Kam ja irgendwann Biene Maya? Jetzt sogar Heidi? Oh fuck. Stimmt sowas. Oh, da fällt's aber tief. Ja, aber je tiefer man fällt, desto höher kann man wieder steigen, ne? Ja. Außerdem, ich kann ja noch die roten Münzen hier holen in der Nähe. Dazu muss ich erstmal noch tiefer. Ach, ich muss tiefer, tiefer. Also mein Vorschlag bei 69 Sternen. Da hatten wir schon. Ah, hatten wir schon. Ja, wir sind schon weit über die 69. So, ich dachte, das hättest du schon. Okay. Aber ich hab schon als was geredet bei 69 Sternen.
du 100 Münzen in allen Welten schaffst, verrate ich dir einen geheimen Stern. Ja, das schaffe ich doch locker. Das kann ich. Den man dann garantiert kriegt, wenn du 100 Münzen in allen Welten einsammelst. Ja. Geh genau vor dich, denn er wird dort angezeigt. Oh, und sorry für Caps. Okay. Ah. So, ich muss hier noch irgendwo Münzen herkriegen. Wo kriege ich noch Münzen her? Oben, weiter oben, weiter oben. Ich hoffe, ich kriege wirklich noch 13 Münzen zusammen. Ich meine, 10 Münzen hätte ich ja sowieso zusammengekriegt, hätte ich das nicht verhauen. Ja. Hoppa. Du. Münzen, tot. Wer ist nochmal Yujimbos Attacke? Sind irgendwie sowas? Ah, Son Motu irgendwie. Wie gesagt, Zen Matu? Mein Namensgedächtnis ist einfach für. Oder San Matu oder. Ich weiß, es klang so ähnlich wie Dan Maku. Oder. Ich sehe schon, trotz Co-Moderator werden meine Nachrichten falsch gelesen. Ja, tut mir leid, ich war kurz abwesend. Was hast du gesagt? Nix. Okay. Nee, von einem Toad. Ah, okay. San Matu. Ja, Tatsache. Das ist recht. Ah. Doch würdest du dir das besser merken als ich? Weil. Das ist einfach besser, das ist der Punkt. Ja. Wie heißt du denn nochmal? Nein. Hast du was? Was? Nein. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich noch 15 Münzen herkriege. Ja, es sind noch 15, die ich brauche. Ich habe nämlich erst auf die Sterne geguckt. Von denen brauche ich noch 13 bis zu 100. Aber das hilft mir ja nichts. Wenn du Gegner plättest, gibt's Gegner plätten. Ja, aber hier gibt es ja keine 15 Gegner mehr. Es könnten auch 3 große sein. Für die gibt es dann immer 5. So, dann versuchen wir es mal, hier drüben reinzukommen. Rauf, ran, rüber. Oh, fuck. Ja, der ist wieder fliegen. Boah! Oh, das ist doch nicht wahr! Genau auf das Katapult-Ding gelandet. Und das dann nur, um festzustellen, es klappt nicht mit den Münzen, weil nicht mehr genug im Spiel sind. Ich wette, das kommt dann wieder. Und jetzt Anima-Spezialattacke. Das war doch irgendwas mit Verzweifler. Verzweifler? Nein, das nicht. Verzweifler ist was anderes. Oder war das nur der Laser mit der Verzweiflung? Ich weiß es gar nicht. Das ist lange her, dass ich meine, wenn ich 10-mal gespielt habe. Oh. Ich freue mich ja schon auf Final Fantasy 9 für den PC. Ah. Irgendwie wollen die kein Release-Datum einpacken. Na, toll. Kettenreaktion. Chaos D. Ach, Chaos D hieß diese, ich löse mich aus meinem Gefängnis und prügel auf den Gegner ein. Chaos D. So, also ich weiß zumindest noch, wie sie aussah. So, ich bin auf jeden Fall wieder hier oben. Wo gibt's jetzt noch Münzen? Machen wir heute einen Super Mario Final Fantasy Stream? Was? Ja. Super Fantasy. Nein. Final Mario. Genau. Klingt besser. So, das hilft mir doch. Wenn ich vielleicht noch irgendwo hin will, wo ich Münzen kriegen kann. Gucken wir mal, gibt's da Münzen? Ich glaube nicht, ich bin nämlich schon am höchsten Punkt angekommen. Wo wir schon bei Final Fantasy sind. Nein. Welches ist das beste Final Fantasy? Ich nehme jetzt einfach die Münze, den Stern hier. So. Das beste Final Fantasy. Wenn ich jetzt sagen würde Final Fantasy 7, wäre ich schon mal bei der Hälfte unten durch. Keine Sorge, ich hab's nie gespielt, deswegen würde ich es auch nie sagen. Das Magus-Trio war, glaube ich, Delta-Attacke. Münzen gibt's, oh Gott. Im
meiner Hose. Ja, ich habe hier auch ein paar Münzen liegen. In einem Portemonnaie, in meiner Hose. Nein, hier auf meinem Tisch. Ganze 9,70 Euro. Oh weia, jetzt bewegt sich auch noch alles. Ich bin richtig reich.